la justicia de lights in the ego. This is now the good part. Let's see this. That is a lot of fun. Pero hindi pa rin yan pinalalot, marami pa rin silang sinisingit gaya ng transportation ng mga estudyante. Nakatutok si Ivan Mayrina. Posibleng senior high school students ang unang sasabak sa limited face-to-face classes dahil hindi mababakunahan laban sa COVID-19 ang mga mas batang estudyante ay independent undersecretary Diosdado San Antonio. Pero ang desisyon ito hindi pa rin pinal. Iaayaw daw nila ito sa ilalabas na desisyon ng Interagency Task Force o IATF at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinisiguro rin daw ng DepEd na hindi magkakaroon ng face-to-face classes sa mga lugar na nakapag-ulat ng mataas sa bilang ng COVID-19 cases. Isa rin daw sa mga tinitignan sa pagbalik ng face-to-face classes sa pag-o-commute ng mga bata pumunta sa eskwelahan. Sinabi naman ng DepEd na hindi tutuloy ang plano kung hindi papayag ang mga lokal na pamahalaan, pati na mga magulang, sakali namang matuloy ang limited face-to-face classes. Hindi pa rin daw aalis silang distance learning para may pagpipilian ng mga magulang ng mga estudyante. Hindi natin inugando na yung pagpaplano o pagkatagawa ng mga mas detalyadong strategiya. Yun naman pong mga basihan namin ay maliwanag din, hindi ito pwedeng gawin sa mga lugar na mataas yung cases natin ng COVID-19. At hindi rin po tayo magpuputin. Yung pong local government at yung pong mga magulang ay ayaw. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mixed emergence ang mga video ng
Das nächste Händlerstück sorgte für ordentlich Aufsehen. Nach der Ausstrahlung hat mein Telefon eigentlich sofort Sturm geklingelt. Jugendstilsorgien, das ist das Stichwort, was zu diesem Bild gehört. Und zwar unter diesem Titel gab es eine Ausstellung von dem Maler Karl Stratmann im Münchner Stadtmuseum im Jahr 2019. Es ist recht skizzenhaft gemalt und da sieht man, dass dort was aufgeklebt ist. Und zwar hat der Künstler gerne an der Pastinia gearbeitet und dort gibt es leider auch entsprechende Schäden, Fehlstellen, da ist Materialverlust. Dieses Bild hat, wenn ich es mal so frei sagen kann, eigentlich keinen Preis. Es gibt keine Zauberformel, mit der man den Wert eines Gemäldes irgendwie errechnen könnte. Ich setze einfach bei dem prachtvollen Stück aller Beschädigungen zum Trotz eine Summe an, die ich würdevoll fände, und das wäre 5.000 Euro. Stratmann 1912. Oh. Ich habe mir sofort, als ich das Bild gesehen habe, gedacht, so, ja, das könnte es sein. Das ist einfach sehr schön. Oh, ist das. Also normalerweise versuche ich, gerade bei Barks Ferraris, immer am Anfang mein Pokerface zu wahren. Das ist mir in dem Fall offensichtlich nicht.